Nächster Redner ist der Abgeordnete Magister Jörg Leichtfried. Bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, auf der Tribüne und wo immer Sie sonst hier zusehen. Wir haben ein wirklich schreckliches Verbrechen erlebt, das fassungslos macht. Das wirklich fassungslos macht. Und wir haben auch erlebt, und das macht mich persönlich auch fassungslos, wie diese österreichische Bundesregierung mit dieser Situation umgegangen ist. Und es war fast ein Déjà-vu-Erlebnis, vergleichbar zum Umgang mit dem auch unglaublich traurigen Terroranschlag. Sobald die Situation bekannt war, hat die Schuldzuweisung begonnen. Der Innenminister gab der Justizministerin die Schuld. Die Justizministerin verwies darauf, dass die Behörde des Innenministers schuld wäre. Es war ein würdeloses Hin und Her. Ein würdeloses Hin und Her, das wir auch nach dem Terroranschlag in Wien so erlebt haben. Und ich muss Ihnen offen sagen, Herr Innenminister, ich hätte mir erwartet, dass schon aus dem Terroranschlag die Lehren gezogen wurden und dass man nicht wieder versucht hat, durch Schuldzuweisungen die Dinge zu lösen. Ich hätte mir erwartet, dass Sie an die Arbeit gehen, gemeinsam mit der Justizministerin, und solche Dinge für die Zukunft verhindern zu versuchen. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen, Herr Bundesminister. Jetzt aber zum Antiterror-Gesetzespaket. Ich glaube, es ist vollkommen klar, dass nicht jeder Fall gleich ist, wie er ist. Es sind tragische, schlimme Terroranschläge, die vorkommen. Und ich glaube, wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen und alles tun, dass es so gut wie unmöglich gemacht wird, dass diese Terroranschläge bei uns in Österreich stattfinden. Deshalb bekennt sich die österreichische Sozialdemokratie selbstverständlich zu einem Antiterrorpaket, geschätzte Damen und Herren. Aber es ist eben so, dass es absolute Sicherheit nicht geben wird und wir trachten müssen und versuchen müssen, dieses Land sicherer zu machen. Und das führt mich zur Asyldebatte. Weil ich möchte schon anmerken, dass wir jetzt Hauptzuständigkeit 20 Jahre lang die ÖVP für diese Fragen gehabt haben. 20 Jahre lang ÖVP-Innenminister, kurz unterbrochen durch das Wirken des Herrn Kickl, die dazu geführt haben, dass wir in diesen Fragen eigentlich ein komplett falsches System haben. Bei uns werden Kinder, Jugendliche, die in der Schule sind, die Lehrlinge sind, abgeschoben und Verbrecher bleiben da. Das ist nicht das, was die österreichische Sozialdemokratie unter einem funktionierenden Asylsystem versteht, geschätzte Damen und Herren. Ich halte mit aller Deutlichkeit fest, und auch um das klar zu sagen, das Asylrecht soll nicht Schwerverbrecher schützen. Das Asylrecht ist dazu da, Menschen zu schützen, die Schutz brauchen. Das ist auch unser Zugang in dieser Frage. Und das ist aber auch die geltende Rechtslage, Herr Bundesminister. Und wenn man die geltende Rechtslage vor sich hat, frage ich mich schon, wie war es möglich, dass diese Menschen noch in Österreich sind? Die hätten schon längst abgeschoben werden müssen, geschätzte Damen und Herren. Und das auch einmal klar zu sagen. Es geht uns aber auch darum, und das muss man schon jetzt relativierend zu diesem Antiterrorpaket sagen, dass wir auch der Auffassung sind, dass selbstverständlich auch in solchen Fragen der Rechtsstaat das Maß aller Dinge ist. Der Rechtsstaat, die Demokratie, die Meinungsfreiheit, auch der Datenschutz sind Dinge, die genauso berücksichtigungswert in dieser Frage sind. Und in dieser Frage möchten wir dazu auch einen Antrag stellen, weil wir schon das Gefühl haben, dass hier etwas übers Ziel hinausgeschossen wird, insbesondere was um die Gleichbehandlung aller Religionen in Österreich geht. Und ich bin hier beim Herrn Kardinal Schönborn, der auch gesagt hat, das einseitige Vorgehen der Regierung, insbesondere im Hinblick auf diese
auf diesen Religion, auf diesen Islamatlas ist etwas, was so nicht hinzunehmen ist. Deshalb stellen wir auch einen Antrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, bei Veröffentlichungen den Schutz personenbezogener Daten besonders zu berücksichtigen. Die Daten, die aus der Novelle zum Islamgesetz erhalten, lediglich für die Vollziehung des Islamgesetzes heranzuziehen und bei Veröffentlichung analog dem Vorschlag des Erzbischofs von Wien, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, alle Religionsgesellschaften gleich zu behandeln. Ja, es geht um Terrorbekämpfung. Wir unterstützen den Kampf gegen den Terror. Wir stehen aber auch für den Rechtsstaat, Herr Bundesminister. Dankeschön. So Jörg Leichtfried von der SPÖ.